Punkt 10 in Deutschland, Österreich, Schweiz und überall, wo Sie uns hören. Es ist Montag, der 29. Februar 2016. Hier spricht Berlin. Jens Schanowski ist mein Name. Mir gehören die ersten ein, zwei Minuten, Ihnen die Proforma-Dinge zu erzählen, wie zum Beispiel Sie willkommen zu heißen. Schön, dass Sie live dabei sind. Titel des Webinars zu nennen. Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Hier tradet Deutschland. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, zu Beginn auch immer. Risikohinweis, es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs, das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen, machen Sie sich mit den Risiken vertraut, starten Sie mit einem Demokonto und entscheiden dann, wenn Sie sich sicher fühlen, mit echtem Geld zu starten. Execution only, bitte nichts, was Sie bei Admiral Markets sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nicht. Immer nur allgemeiner Marktausblick, allgemeine Informationen. Ihre persönliche Situation können wir nicht berücksichtigen, deswegen nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen, bitte. Insbesondere hier bei Punkt 10, bitte nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen. Darum geht es nicht. Es soll eher darum gehen, den Trade der Vorwoche zu besprechen. Was kann ich daraus lernen? Ist es ein Gewinntrade, Verlusttrade? Was hätte ich besser machen können? Screening der Märkte. Sie haben über 100 Instrumente, die Sie traden können. Welches Instrument könnte ich heute traden? Trade Management. Heute einen größeren Trade, morgen einen kleineren Trade, etc., etc. Einem erfahrenen Daytrader über die Schulter schauen. Nicht mehr, nicht weniger. 5 Tage, 5 Trader. Heute ist Montag, deswegen ist der Thomas Strubeck gleich dran. Ansonsten, wenn Sie andere Trading-Stile kennenlernen möchten, seien Sie uns jeden Tag willkommen. Schema ist eingeblendet. Berlin, Würzburg, München, Stuttgart, Frankfurt. Hier tradet Deutschland. Schön, dass Sie dabei sind. Getradet wird mit dem Flaggschiff-Konto Admiral Markets. Sie finden alle Vorteile auf unserer Webseite. Zum Beispiel Negative Balance Protection Policy. Das heißt, wenn Sie mal ein größeres Gap hätten, zum Beispiel übers Wochenende, und bei anderen Brokern Sie ins Minus kämen. Wir haben die Policy. Über diese Policy würden wir Ihr Trading-Konto gemäß der Policy ausgleichen. Keine Requotes. Sehr, sehr schnelle Order-Ausführung. Verlässlicher Spread im DAX. Ein Punkt von 8 bis 22 Uhr. Alle Vorteile auf der Webseite zum Nachlesen. Einige wenige kann ich immer nur nennen. Ja, und wenn Sie sonst mal auf Admiral Markets zukommen möchten, über die Webseite finden Sie alles oder auch hier die Telefonnummer, E-Mail, Facebook und YouTube. Kurz mal eingeblendet, dass Sie auch das als Information einmal bekommen haben. Das waren meine ein, zwei Minuten. Und jetzt übergebe ich zu dem Thomas Strubeck, unser Trader des Tages, der übernimmt. Ich grüße dich, du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Leg los, lieber Thomas. Ja, schönen guten Morgen. Ich schalte mal eben meinen Bildschirm frei. Und dann sollten Sie meinen Bildschirm sehen können und mich auch gut verstehen können, hoffentlich. Genau, wir schauen uns wieder die Märkte an. Wir gucken auf den Trade der Vorwoche, den werde ich ein bisschen kommentieren und dann eben nochmal auch einen Blick auf den aktuellen Markt. Und ja, vielleicht finden wir da auch nochmal einen Trade, beziehungsweise einen habe ich schon gemacht, den erkläre ich Ihnen dann ebenfalls gleich. Trade der Vorwoche, ich hatte hier den S&P 500 mir ja, auf die Watchliste sozusagen genommen, weil wir sehen hier aus charttechnischer Sicht so eine kleine W-Formation. Wir hatten hier einen starken Abverkauf zum Anfang des Jahres, dann bis Ende Januar eine kleine Erholung. Ein zweiter Abverkauf, der auch ähnlich auf das ähnliche Niveau ging wie der erste. Die nächste Erholung und dann hier oben so eine kleine Widerstandszone. Und ich hatte hier gesagt letzte Woche, wenn der S&P 500 hier rausmarschiert, also dieses W komplettiert, über diesen Widerstand drüber geht, dann sehe ich hier gute Chancen, dass der Richtung 2000 läuft oder zumindest hier Richtung dieser der nächsten Widerstandsmarke bei 1990 Punkten ungefähr und habe mich hier mit einem Stop-Buy in den Markt gelegt. Das heißt, ich habe hier eine Order reingestellt, die dann aktiviert wird, wenn der Markt halt über dieses Level, über mein Kauflevel steigt. Bin dann eingestoppt worden und am nächsten Tag ist der S&P dann nochmal kräftig angestiegen und ich bin hier relativ schnell schon wieder rausgegangen. Ich zoome mal eben ein bisschen näher ran, dann kann man das besser sehen. Also hier war das der Einstopp-Zeitpunkt sozusagen am nächsten Tag, der Markt sehr dynamisch nach oben und als dann die erste Dynamik rausging und der Markt wieder schwächer wurde, bin ich wieder raus mit einem Gewinn von ungefähr 400 Euro, relativ viel für nur einen Kontrakt. Ich habe dann nachher mal geschaut, der S&P-Kontrakt bei Admiral Markets wird mit 25 Dollar pro Punkt sozusagen gehandelt, von dem her ist der relativ schwer
bei einem Level von 2000 Punkten wären es ja ungefähr $50.000 Order-Wert, das, was sie bewegen. Ihr Margin ist natürlich wesentlich geringer. Genau, aber nach den 400 Euro plus bin ich dann hier relativ schnell wieder raus und habe einen recht guten Punkt erwischt. Nicht den höchsten, aber zumindest bevor es dann wieder abwärts ging. Denn wenn wir uns jetzt mal den S&P angucken, dann sieht man, dass dieser Ausbruch hier ein Fehlsignal war. Zumindest stellt sich das bisher dar. Der Markt ist hier wieder unter diese ehemalige Widerstandszone zurückgefallen. Es ist eine neue Widerstandszone, hier muss er erstmal wieder drüber und klassischer Fehlausbruch, auch damit muss man halt immer rechnen an den Märkten, dass man solche Fehlsignale hat und dann auch eben relativ schnell wieder reagieren, denn wenn Sie sehen, dass wir jetzt hier deutlich tiefer stehen, also ja, ich bin da raus irgendwo bei 60, glaube ich, und jetzt sind wir hier inzwischen bei 1930 kräftig wieder runter, da muss man eben relativ schnell da auch reagieren. Nochmal vielleicht den Kommentar zum Goldtrade, der auch immer noch läuft. Da hatte ich letzte Woche nochmal einen kurzen Short genommen, hier an dem, ich weiß gar nicht mehr was, Mittwoch, Montag, Freitag, Donnerstag, genau, am Mittwoch, als der nochmal hier hochschoss Richtung $1250 ungefähr, habe ich den nochmal geschortet, einen Kontrakt, auch am selben Tag wieder glattgestellt und meine beiden Loser-Kontrakte laufen immer noch im Markt. Heute geht der Goldpreis auch wieder nach oben. Heute geht auch generell wieder so ein bisschen die Risikolust verloren am Aktienhandel. Das sehen wir gleich, wenn wir auf den DAX schauen. Das heißt hier, ja, konsolidiert der Goldpreis noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass wir nochmal unter die 1200 schauen. Ich denke trotzdem, dass wir das noch erreichen werden. Bin da auch weiterhin drin mit den zwei Kontrakten, die hier offen sind. Gucken wir mal, wobei ich die auch schließen würde, wenn wir jetzt hier ein neues Hoch machen würden und uns also nicht bloß ein Peak hoch, sondern wirklich auf Tagesendbasis, Tagesschlusskursbasis sozusagen ein Hoch machen würden, dann muss ich halt hier auch meine Verluste realisieren. Was habe ich heute gemacht? Oder wie gesagt, der Blick mal auf den heutigen Tag. Der DAX ist mit einem leichten Abwärtsgap in den Markt gestartet. Das sehen wir hier. Hier war der Schlusskurs von Freitag. Der erste Kurs von heute Morgen. Hier ein Abwärtsgap von, 50 Punkte ungefähr. Und wenn Sie mir schon öfter mal zugeschaut haben, dann wissen Sie, dass ich bei solchen Gaps auf jeden Fall mal zugucke und meistens auch was handle. Und ich hatte dann gesagt, okay, ich setze hier auch nochmal auf den Anlauf dieses Gaps, auf eine partielle Schließung oder auf eine komplette Schließung dieses Gaps und habe mich hier long positioniert mit einem Stop-Loss unter dem Tagestief, was bis dato erreicht wurde. Ja, der ist ein bisschen hochgelaufen, der Markt. Hätte, glaube ich, mit 10, 15, 20 Punkten hätte ich, glaube ich, plus schließen können. Habe mich aber entschieden drin zu bleiben, weil ich wollte eben gerne einen Gap-Close sehen und ja, jetzt ist der Markt leider durchgerutscht und ist hier unter das Tief der 9 Uhr, ja knapp 9 Uhr Kerze sozusagen gefallen und von dem her bin ich ja schon wieder raus. Momentan läuft ein bisschen eine Erholungsbewegung, aber derzeit sieht mir das eher so aus, als wenn wir hier heute vielleicht einen schwächeren Tag auch per se bekommen, also auch über den gesamten Handelstag hinweg. Bisher macht der Markt eben neue, tiefere Tiefs, schafft es nicht hier über die Tageshochs herauszukommen. Ja, muss man mal schauen, aber wie gesagt, der Trade, den ich Ihnen dann eigentlich zeigen wollte, der dann vielleicht ins Gap hätte laufen können, der ist jetzt erstmal beendet mit einem Loss ausgestoppt sozusagen. Gibt es Fragen vielleicht schon? Ja, eine erste Frage, die ich vielleicht beantworten kann. Wurden die Linien, die Balken unten am Chart schon erklärt? Nein, wurden nicht erklärt. Das ist unser Order History Indikator. Sie sehen ja die Linien, grüne Linie, rote Linie für Gewinne und Verlusttrade direkt im Chart, aber auch unten als auf der X-Achse als Balken eingezeichnet. Also wirklich über den Order History Indikator, wenn Sie auf den Chart ziehen, halt ja, ein kleines Trading-Tagebuch sehen, dass Sie alle Ihre Trades, die Sie gemacht haben, im Chart direkt sehen. Im Balken sehen Sie nicht nur den Trade dieses Instruments, sondern auch noch andere. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, wenn Sie denn möchten, oder auch in dem Handbuch. Wir haben unsere Indikatoren über ein Handbuch, also auf der Webseite werden Sie dazu mehr finden. Dankeschön für diese Frage. Dann eine Frage an dich. Tradest du mit dem Prinzip Hoffnung? Wo haben Sie dieses Stop-Loss beim Gold-Trade? Gold, ja, gehen wir nochmal darauf ein. Nee, ich trade nicht nach dem Prinzip Hoffnung, sondern nach dem Prinzip technischer Setups bzw. Übertreibungen des Marktes, Gap Closing. Also es gibt verschiedene Strategien, die ich handle. Prinzip Hoffnung ist auch eine davon, aber ist nicht die Haupt, ist nicht mein Haupttrading-Stil. Nein, wir haben einfach hier beim Gold. Wie gesagt, wenn wir uns das anschauen, kennen Sie ja, der Gold hat, der Goldpreis hat einen sehr, sehr langen Abwärtstrend hier von den Peaks im Jahr 2011, wo es dann schon hieß, Gold steigt auf 2500, $5000, was auch immer, wo auch immer da die Kursziele lagen, ging es halt kräftig runter. Mittlerweile bewegt sich der Goldpreis halt in einem
sehr ausgeprägten Bärenmarkt und hat hier im Bereich von 1000, 1050 so einen Bodenbildungsversuch gestartet. Ähnliche Situation hatten wir hier schon mal. Da hat die Trendlinie sozusagen noch gehalten. Auch hier habe ich damals gerechnet, dass wir nicht so schnell über diese 1200er Dollar-Marke laufen, sondern dass der Trend hier weiter seine Fortsetzung findet. Jetzt ist der aber überschossen, der Goldpreis, ganz einfach auch aus dem Grund, weil hier Ende Januar, Anfang Februar doch so die Panik am Aktienmarkt relativ weit fortgeschritten ist, so würde ich es mal sagen, also auf jeden Fall immer stärker wurde, die Leute halt ihre Aktien verkaufen und dann sichere Häfen suchen, was dann zum Beispiel einerseits nicht das Öl, sondern einerseits der Bund Future ist, also die Zinsen, die Anleihen, zum Zweiten auch die Edelmetalle Gold oder Silber. Das hat dazu geführt, dass der Goldpreis hier sehr extrem hochgelaufen ist. Und ich hatte damals gesagt, wer die ursprüngliche Trade die damals angeschaut hat, der weiß, dass ich gesagt habe, hier in dem Bereich fange ich an, Short-Positionen aufzubauen, eben mit dem Ziel, hier nochmal diesen Abwärtstrend fortzusetzen und nochmal diese 1000-Dollar-Marke oder 1100-Dollar-Marke zu sehen. Der Goldpreis hat überschossen, deswegen auch hier nochmal die Nachkaufpositionen und jetzt mache ich hier so ein bisschen Trading. Also wenn es nach oben geht, dann shorte ich halt mal wieder, um einfach auch die Verluste, die hier angelaufen, die Buchverluste abzufedern. Im Prinzip diesen 400 Euro Verlust, den haben wir hier durch dieses Trading schon kompensiert. Und wie gesagt, mein Stop-Loss, hatte ich ja gesagt, wenn wir jetzt hier auf ein neues Hoch gehen und auch darüber schließen, also kein Spike innerhalb des Tages kriegen, sondern ich habe wirklich auch einen Schlusskurs kriegen, da muss ich halt raus und dann nehme ich halt den Verlust auch mit. Das ist ja keine Frage. Ja, Ergänzungsfrage eines anderen Teilnehmers dazu vielleicht. Wie verträgt sich der momentane Verlust der beiden Goldtrades von ca. 10% des Depotwerts mit einem ordentlichen Risikomanagement? Also Risikomanagement ist heute starkes Thema bei den Teilnehmern. Gerne auch nochmal dazu etwas von dir. Ja, Risikomanagement ist ein wichtiges Thema. Das ist aber, das schafft man nicht in ein paar Minuten abzuhandeln. Mein Risikomanagement fängt schon damit an, dass ich mir überlege, wie viel Geld kommt auf mein Handelskonto beispielsweise. Und dann muss ich ja dann kommt es natürlich darauf an, wie ich mein Trade Management organisiere in Bezug auf das Handelskonto, dass ich natürlich weiter handeln kann, also dass ich in meinem Handeln, in meinem Trading nicht eingeschränkt bin. Und zum Zweiten aber auch bezüglich auf mein, ich sage jetzt mal Gesamtvermögen oder liquides Vermögen oder was man auch immer sagen möchte, da einfach keine zu hohen Risiken eingehen. Und von dem her ist es mir persönlich nicht so wichtig, jetzt ein prozentuales Verhältnis zu haben zwischen dem laufenden Trade und der Handelskontosumme, sondern wichtiger ist es, dass es immer noch ein Risikolevel ist, dass ich von meinem Gesamtportfolio, von meinem Anlagevermögen, von meinem liquiden Vermögen her vertrage und was auch zu den Trades passt oder zu den Gewinn-Trades passt, die ich auch mache. Von dem her sehe ich das, also wenn Sie jetzt natürlich sehen, hier, okay, 10% bin ich hinten auf dem 10.000er Handelskonto, liege ich jetzt hier mit 1.000 Euro hinten, ist das natürlich unter normalen Chance-Risiko-Aspekten oder wenn man die so in der Literatur liest, würde man sagen, okay, was soll ein Drawdown von 10% ist jetzt nicht was ich jetzt bei dem Trader erwarten würde. Aber wie gesagt, das Geld, was hier auf dem Konto ist, das ist einfach Geld, was zum kurzfristigen Handel verfügbar sein soll und wo ich ja Margen einsetzen, also gehebelt handeln kann, das heißt auf Marge handeln kann. Das heißt, ich setze ja nicht mein komplettes Eigenkapital ein, sondern brauche ja immer nur eine gewisse Sicherheitsleistung, die ich für so einen Trade hinterlege. Und das ist ja nur ein Teil von meinem gesamten Portfolio, wo ich sage, okay, ich habe ein Risiko von was auch immer, wo auch immer Sie das definieren, 0,5% von Ihrem Vermögen, was Sie sich leisten können zu verlieren. Oder auch nicht, das muss halt passen. Also das, wie gesagt, wir können da gerne mal auch mal ein Webinar über Risikomanagement machen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal eins bei Admiral Markets im letzten Jahr, wo ich das auch beschrieben habe oder meine Sichtweise dazu beschrieben habe. Und das ist eben viel, viel mehr als einfach nur zu sehen, welche Verluste oder Gewinne fallen auf dem Handelskonto an. Da prozentuale Grenzen zu setzen, sondern man muss halt einfach, es fängt schon damit an, wie viel Geld legen Sie auf Ihr Konto, weil im Prinzip die Börse kann auch morgen zu sein. Sie kommen an das Geld nicht mehr ran und da fängt schon Risikomanagement an, dass Sie einfach sagen, ich habe einen gewissen Betrag, damit möchte ich an der Börse was machen, damit möchte ich Geld verdienen, aber wenn das jetzt weg ist, dann darf mich das nicht ruinieren. Da geht es schon los.
Okay, kurz, knackig, prägnant. Ich lade Sie noch ein, wenn Sie es auf der Webseite noch nicht gesehen haben, über admiralmarkets.de oder auch über den Newsletter heute rumgeschickt. Es gibt momentan eine CFD-Broker-Umfrage, durchgeführt vom Deutschen Kundeninstitut. Dauert 2 bis 3 Minuten. Jetzt aber auch wirkliche 2 bis 3 Minuten, also nicht irgendwie nur gesagt. Wenn Sie einfach mal ganz schnell abstimmen möchten, freuen wir uns. Man kennt ja immer andere Abstimmungen, wo es heißt ganz kurz und dann geht es doch 20 Minuten, aber hier geht es wirklich ganz, ganz schnell. Ja, wenn Sie einfach mal abstimmen möchten, es läuft noch einige Tage, wir freuen uns. Über den Newsletter heute rumgeschickt oder auf der Webseite können Sie das finden. Und ansonsten 5 Tage, 5 Stile. Jeder hat einen anderen Stil. Wenn Sie sagen, dieses Risikomanagement sagt mir zu oder auch nicht, die anderen Trader machen es anders. Jeder Trader ist unterschiedlich. Das macht es so spannend. Und wenn Sie die letzten Wochen dabei waren, haben Sie auch schon viele, viele Gewinntrades von dem Thomas gesehen. Also es bleibt spannend und jeder Tag neue Chancen, neue Risiken. Grüße aus Berlin. Heute Abend 19 Uhr könnten wir uns wieder hören, wenn Sie möchten. Jeden Montagabend 19 Uhr offene Trader-Sprechstunde. Also, wenn Sie es noch nicht wussten, heute 19 Uhr. Alle Ihre Fragen rund um Admiral Markets, Kritik, Feedback, Fragen zu MetaTrader 4, also wirklich Multiple Choice, montags 19 Uhr, wenn Sie denn möchten. Schönen Start in die Woche, machen Sie es gut, schönes Schaltjahr, 29. Februar und morgen 10 Uhr auch wieder Punkt 10 mit dem Costa. Grüße aus Berlin, Schlusswort von Thomas. Ja, ich wünsche Ihnen ebenfalls einen guten und erfolgreichen Handelstag, einen erfolgreichen Monatsabschluss. Ich hoffe, dass der Markt weiter volatil bleibt. Dann werden wir auch im Laufe des Jahres noch einige Chancen finden. Ja, und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.